Hier ist die Harke, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Jörg Nierzwicki und dies sind die Themen für Samstag, den 25. Februar. Ab dem 25. April bekommen die Gaskunden in der Region Nienburg ein anderes Gas als bislang geliefert. Es wird von L-Gas auf H-Gas umgestellt. Regelmäßig mehrere Tage im Winter ohne Heizung, dazu zu wenig Platz für den Restmüll. Diese und weitere Probleme lasten Mieter von zwei zusammenhängenden Wohnhäusern in Nienburg ihrem Vermieter an. Nachdem ihre mehrfachen Beschwerden bei der Hausverwaltung nicht fruchteten, wandten sich Dunja Meier und Soran Todorovic in dieser Woche an die Harke. Am Sonntag wird er wegen einer dicken Erkältung nur Zuschauer sein können. Aber im Herzen ist beim Stolzenauer Karnevalsumzug mittendrin und dabei Klaus Dörfel, den die meisten als Charlie kennen. Denn er hat diesen Karneval letztlich mit aus der Taufe gehoben und seine Anfänge erlebt. Die Harke nahm er auf diesen Rückblick mit. Zum Sport. Am Freitagabend wurden in Hoya vor rund 700 Gästen die Sportler des Jahres im Landkreis Nienburg gekürt. Wer die Pokale mit nach Hause nahm, lest und seht ihr brandaktuell in der Harke am Samstag. Marvin Schmidt verpasst die Sensation. Der 15-Jährige überzeugt bei den deutschen Badminton-Meisterschaften der Schüler und Jugend und holt im Doppel Silber. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Harke am Samstag oder unter www.dieharke.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter der Quellenangabe Die Harke weiterverbreitet werden.